Das Auto- und Rallycross-Magazin auf Mediasport wird präsentiert von Peters Autosport, Emming Motorentechnik, Airpower Autosportartikel, dem Koblenzer Gleisbau, JVDC Metallbewerking, dem Autohaus Hennersdorf aus Kupschütz, jetzt auch mit Peugeot. Und die Junior Buggies werden in diesem Jahr präsentiert von Trackline. Ja, servus und herzlich willkommen, liebe Autocross-Freunde. Mediasport kann weiterhin auch deutsche Meisterschaft. Wir waren mit der Kamera unterwegs beim 7. Lauf der deutschen Meisterschaft auf dem sogenannten Uhlenköpper Ring in der Nähe von Uelzen. Dort fand eine perfekt organisierte Veranstaltung statt. Leider kam am Sonntag ein bisschen was Regen dazu, aber kein Problem. Der Veranstalter hatte alles im Griff. Wir haben uns an diesem Wochenende mal ein bisschen mehr um das Leben im Fahrerlager gekümmert und wir steigen gleich mal ein. Sehr schönes Wochenende, schöne Strecke, alles. Ja, also ich habe gesehen, im Lauf gestern hast du ja durchaus auch so die führenden Leute mal ein bisschen geärgert. Was war los? Übermut. Nö, ist eigentlich perfektes Auto, es liegt gut und Motor läuft und es passt. Okay, Pläne für die nähere Zukunft und vielleicht für die nächsten Jahre, hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Nächstes Jahr noch 1B und anschließend wahrscheinlich Klasse 4A. Also du bleibst uns, du bleibst dem Autocross treu? Aber natürlich. Was guckst du immer, wenn ein neues Magazin rauskommt? Alles, so. Mediasport. Ja, Mediasport. Sehr schön. Ein junger Wilder, würde ich sagen, der die Klasse 4A im Moment ziemlich beherrscht. Toni Heuer, wie geht's dir? Och, mir geht's super. Das Rennwochenende läuft bis jetzt einigermaßen gut. Ich bin froh, dass das Wetter so hält und wir werden sehen, was noch geht. Jetzt steht klar das Finale an und wir hoffen, dass wir weit vorne ankommen. Ich habe das Gefühl, du bist mit einem perfekt vorbereiteten Peters Crosskart unterwegs. Da raucht nichts, da quietscht nicht, der startet wie verrückt. Ja, also wir bereiten das Auto extrem vor. Ich bin auch froh, stolz, dass ich so ein Team habe in meinem Rücken habe und alles. Und Vorbereitung ist das A und O und wir versuchen so viel wie es geht vorzubereiten. Wenn ein Rennunfall ist oder ein Motor kaputt geht, da stecken wir nicht drin, aber wir versuchen alles, dass es hält. Fühlst du dich sicher in dem Auto? Ist das sicher oder hast du schon mal gedacht, ist doch ganz schön schnell mittlerweile geworden? Ja, schnell ist es, aber ich fühle mich absolut sicher in dem Auto. Bart hat ein super Auto gebaut, wir sind top zufrieden damit und ich kann nur sagen, das Auto ist perfekt. Super. Sag noch zwei Worte zur laufenden Saison. Liegt's ja, glaube ich, ganz gut. Wie geht's weiter dieses Jahr noch für dich? Ja, wir werden sehen, was kommt. Ich bin guter Dinge, dass wir hoffentlich weit vorne sind, aber Spaß ist das, was zählt und wir machen uns nicht so einen Kopf, da machen wir uns bloß selber fertig und... So, Armin Falz. Tja, je älter er wird, desto verrückter. Ich glaube, das war das einzige Überholmanöver bei Highspeed hier außenrum am Turm. Geht's noch? Ja, klar geht das immer. Das ist Turbo, das ist Power. Aber die Strecke ist dann, das ist das einzige Stück, wo ich das ausnutzen kann. Ansonsten geht das schlecht. Aber ich meine, dass man das kann oder dass das Auto das kann, ist eins. Aber du musst es können. Was geht dann in dir vor? Ja, was geht vor? Ich denke, ich muss da vorbei und dann muss das gehen. Mache ich mir eigentlich keine Gedanken drüber. Und ich kann das schon ziemlich gut einschätzen, wenn ich da hinten wieder rumkomme. Es macht so den Eindruck, dass du es sehr gut einschätzen kannst. Das Auto fährst du ja jetzt ein paar Jahre. Gibt es eigentlich irgendwas, was dir an deinem Auto, an diesem Hoschek-Buggy nicht gefällt? Gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Das ist alles vom Feinsten, so wie ich das will. Und liegt wie ein Brett, das Ding. Und also nie wieder was anderes. Und wenn das wird vorbei sein, dann ist es vorbei. Aber mit Hoschek-Auto. Also du hast ja mal so von dir gegeben, na gucken wir mal, letzte Saison, wie auch immer. Du bist so schnell, du hast ein Top-Team, bitte bleib noch ein bisschen. Ja, Leute, ich bin auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es macht, ja, es ist immer so. Und beruflich habe ich viel zu tun und die Leute sind ohne immer. Ich bin schon Donnerstag wieder angereist, um ein bisschen runterzukommen. Und ja, mal sehen. Aber ich habe auch ein paar andere Sachen vor. In meinem Leben, da spielt das Autocross dann keine Rolle mehr. So, Marvin Holzleitner, deutsche Meisterschaft, bekannter Overall, bekanntes Gesicht, bekannt schnell, aber völlig anderes Auto. Was ist los? Ja, wir dachten uns mal, wir mieten uns mal ein Wochenende ein anderes Auto, da ja nächste Woche Brerov ist und wir mein Auto schonen wollen und wir Lust hatten, einfach frei zu fahren, ohne irgendwelche, ja, einfach mal aus Spaß, just for fun.
Naja, so just for fun sieht es ja nicht aus. Du bist vorne dabei, du geigst hier vorne rum. Ist der JVDC, der Van de Coolen, so leicht zu fahren? Oder warum klappt das so gut mit dir? Ja, es war auf jeden Fall eine Umstellung wegen dem ganzen Gewicht, dann Superbuggy und anderes Auto. Aber das ging nach 3-4 Runden schon und das Auto lässt sich super fahren. Also mit dem Auto kann man auch echt was reißen. Also das war auch immer mein Wissen, was ich wissen wollte, ob das Auto schnell ist. Und ich komme damit klar und die sind schnell, ja. Wäre das was so, ich meine, du bist ja bei den Buggy 1600, glaube ich, gehörst du zu den, ich sag mal, Top 5 in Europa. Wäre das mal was, auch mal bei Super Buggy zu schnuppern oder ist das jetzt einfach nur Spaß? Wäre wohl was, ja, aber wir wollen erstmal in den 1600er, sag ich mal, was reißen am Endresultat. Wir wollen unter die ersten drei kommen und vorher wollte ich eigentlich nicht wechseln und ja, wir wissen, dass wir schon schnell sind, so, aber wir wollen erstmal unter die ersten drei kommen. Danach gucken wir mal weiter, was die Zukunft bringt. René van de Coolen in der Deutschen Meisterschaft. Sehr schön. Herzlich willkommen. Wie gefällt's dir denn? Ja, gut hier. Ist Atmosphäre, alles ist gut. Sehr nette Menschen alles und alles prima. Ja, aber du hast deinen Fahreranzug offensichtlich vergessen, deinen Helm auch vergessen. Es fährt ein anderer deinen Superbuggy. Ja, stimmt. Marvin fährt heute zum Testen. Ja, dann muss ich selber als Mechaniker mit. Eine ganz neue Rolle, aber ich muss sagen, er macht seinen Job super. Das Auto funktioniert prächtig. Ja, funktioniert alles gut. Wir haben nicht viel Arbeit, so das macht Spaß. Okay, das heißt ein schneller Rennfahrer, der nichts kaputt macht. Das ist ganz wichtig, oder? Nee. Kann immer etwas passieren, aber normalerweise, ja, aber nur normale Wartung und das war gut. Darf ich dich fragen, was du noch vorhast in diesem Jahr? Also das nenne ich mal so ein Spaßwochenende hier. Wo sehen wir dich noch, vielleicht auch als Fahrer in diesem Jahr? EM nie mehr, wegen mein Auto ist verkauft, aber nur die zwei NK-Rennen noch und dann höre ich auf für dieses Jahr selber mitfahren. 2020 möchte ich aber gerne schon noch mal über René van de Coolen auf der Strecke berichten. Ja, das sowieso. Dann kommen wir mit ganz etwas Neues. So, André Kunkel, nach Sachsenberg sind wir jetzt hier in Uelzen. Eine völlig andere Strecke, völlig anderes Layout. Wie gefällt es dir? Ja, es gefällt mir gut. In Sachsenberg war es so, dass wir mit dem Auto um die Innenkurven eigentlich gar nicht rumkamen. Das ist hier ein bisschen anders. Die Strecke ist extrem anspruchsvoll. Das merken wir in allen Passagen. Wir haben sehr schnelle Schikanen. Gab leider auch schon schwere Unfälle jetzt über das Wochenende. Deswegen sind alle hoffentlich oder, ja, was heißt hoffentlich, ein bisschen vorsichtiger jetzt. Aber die Strecke ist sehr schnell und verzeiht keine Fehler. Das muss man sagen. Okay, du bist im Finale gleich. Was geht da noch? Was können wir noch erwarten von dir? Sind ja ein paar harte Jungs dabei in deiner Klasse, ne? Ja, die lokalen Matadoren sind echt gut. Fahren Turbo-Auto, sind, ja, weiß ich nicht, wie oft im Jahr hier auf der Strecke. Das ist nicht leicht. Wir fahren das erste Mal hier, sind zweimal Zweiter gewesen in Vorläufen. Das hat alles gepasst. Im Finale weiß man nie. Im Finale ist immer alles anders. Man kann vorher überlegen, was machen wir, wo stellen wir uns hin. Aber am Ende kommt alles anders. Wir gucken, wir holen das Beste bei raus. So, Carsten Krengel, ich würde sagen, Sensation in Sachsenberg, das war ein perfektes Wochenende für dich. Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Setup sofort gefunden und das Auto lief einfach wunderbar für die Strecke. Es hat wirklich, Reifen haben gepasst, Fahrwerk hat gepasst, Trackline hat mich telefonisch unterstützt mit Einstellungen und wir haben wirklich nach dem ersten Qualifying das Setup gewonnen oder gefunden und so konnten somit jeden Lauf für uns entscheiden. Also war wirklich das perfekte Wochenende, wie man sich das vorstellt. Genau, davon zehrt man als Rennfahrer, denke ich auch, denn hier sieht die Welt schon wieder anders aus. Also du bist gut dabei, aber du bist nicht so dominierend wie in Sachsenberg. Nein, weil es ist A, eine ganz andere Strecke. Der Boden ist hier weicher wie in Sachsenberg. Sachsenberg war knüppelhart. Hier ist halt die Kurve etwas weicher. Aber wir sind am Suchen nach dem richtigen Setup. Gerwin ist auch hier von Trackline, hat jetzt eben gerade uns Tipps gegeben und hoffen, dass wir nochmal eine Sekunde finden können. Dann sind wir zufrieden. Ja, genau so war es. Also Zufriedenheit herrschte dann schon hier und da. Zum Beispiel auch in der 3A mit Philipp Reiser, mit Marek Goldblum, der ein perfektes Wochenende erwischte und im Finale dann den Sack zumachte. Die Junioren bei den Tourenwagen mit einem Herrn Kulikowski, der das alles im Griff hatte. Hier sehen wir ihn nochmal im kleinen Opel Corsa. Ein Auto aus einer anderen Liga, das nicht nur optisch ganz anders aussieht. Das ist tipptopp in Schuss und der Fahrer, das muss ich ganz ehrlich sagen, ebenfalls. Hier jetzt der Start zum Finale bei der 3A, bei der Front- oder Heckgetriebenen Klasse und der Marek Goldblum setzt sich hier mal an Philipp Reiser vorbei. Da wurde wirklich gerungen um alle Plätze.
Ja, und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Rennen. Das Wetter spielte nicht ganz mit, ich habe das gesagt, aber nochmal an dieser Stelle Kompliment an den Veranstalter. Die Bahn war zu jedem Zeitpunkt perfekt, wie sie halt dann sein kann, wenn es regnet. So, das ist die Klasse, wo wir den Toni Heuer eben gesehen haben, die sogenannte Klasse 4A. Und das hat der Toni Heuer auch gewonnen. Jetzt nochmal ein Rückschritt zu den Junioren, den Samuel Dreves und Jonas und Liam Müller sehen wir hier. Dann den Lukas Weikel, der hier auf Platz 3 ist. Die Hanna Gumm mit der 155 und Liam Müller fährt vorne vorweg. Also Sie sehen, die deutsche Meisterschaft hat einen bunten Strauß, ich muss das wirklich so sagen, an tollen Nachwuchsdamen und Herren. Also da kommt wirklich was nach. Aber auch die Etablierten aus der Szene sind hier dabei gewesen und sorgen dafür, dass die deutsche Meisterschaft des Jahres 2019, liebe Zuschauer, wirklich super, super daherkommt. Ja, man kann vielleicht auch hier so aus der einen oder anderen Perspektive sehen, wie groß dieser Uhlenkörper Ring ist. Also wenn hier die Sonne scheint, dann sieht das natürlich auch alles ganz, ganz anders aus. So, hier haben wir nochmal den Start zum Finale der 3A, weil es so schön ist. Dann machen wir das für den Marek Holpum nochmal. Und der Philipp Reiser, der hat sich geärgert. In diesem wirklich bärenstarken VW Polo hat er die Kraft nicht an den Boden bekommen. Dann geht es jetzt weiter. Das ist die 5A und das ist das B-Finale, was es da ja gibt. Und da setzen sich dann Leute durch, wie der Herr Krüger zum Beispiel, den wir auch aus der EM kennen. René Freisberg jagt sie alle vor sich her. Und hier sehen wir so diese gefährliche, diese schnelle Stelle um den Sprecherturm herum. Da geht es schon richtig zur Sache. Das muss man schon sagen. Also da war Mut gefragt. Da musst du den Popo ganz schön zusammenkneifen, egal wie du heißt. So, Sören Lenz vorne und dann ist da auch noch der Thomas Straub dabei und hier Henrik Bundesmann und dann haben wir einen Überschlag. Ja, und da wird es unserem Kameramann ein bisschen zu bunt und hier sehen wir das nochmal. Da ist der Nico Spindeldreher, der da seinem Vordermann auf die Reifen fährt und dann geht es nach oben. Henrik Bundesmann hatte, glaube ich, so ziemlich ein Wochenende, was er nicht so schnell vergisst. Also ich muss mich für die Qualität der Bilder jetzt hier ein bisschen entschuldigen. Da haben wir auch technische Probleme gehabt. Hier jetzt mal die heckgetriebene Klasse mit einem Pierre Challis in der Mitte im Peters-Buggy. Chris Hermes da ebenfalls dabei. Die beiden haben super Motorsport abgeliefert. Und hier sehen wir, was da passiert ist. Dann ist das Finale. Und der Henrik Bundesmann, dessen Kameramann uns übrigens auch noch Bilder zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch hätten wir das hier nicht auf die Kette bekommen. Der hat sich die Seele aus dem Leib gefahren, der Henrik Bundesmann. Er möchte dieses Auto ja verkaufen und ich verstehe gar nicht so recht, warum. Denn es funktioniert mittlerweile perfekt, liebe Zuschauer. Und hier filmt er dann mal alles, was ihm so auf den Fersen war. Denn ganz ehrlich, freiwillig wollten sie ihm den Sieg nicht überlassen. Aber letztlich hatte keiner eine Chance und dann macht er, wie sagt man so schön, am Ende des Tages den Sack zu und gewinnt hier in einer Manier, die wirklich sensationell war. Ja, hier sehen wir das nochmal aus einer anderen Perspektive. Direkt am Start mit den beiden Motorradmotoren macht er sich auf und davon. Ja, liebe Zuschauer, das waren unsere Bilder, das waren unsere Eindrücke vom Uhlenkörper Ring. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und sag nochmal sorry für die relativ schlechte Bildqualität. Ich verspreche, das wird besser im Laufe des Jahres oder bis zum Ende des Jahres. Ich hoffe, Sie besuchen die deutsche Meisterschaft mal. Es lohnt sich. Tschüss, ciao und bye bye. Das Auto- und Rallycross-Magazin auf Mediasport wird präsentiert von Peters Autosport, Emming Motorentechnik, Airpower Autosportartikel, dem Koblenzer Gleisbau, JVDC Metallbewerking, dem Autohaus Hennersdorf aus Kupschütz, jetzt auch mit Peugeot. Und die Junior Buggies werden in diesem Jahr präsentiert von Trackline.